Hallo, meine Damen und Herren. Ich wollte mit euch zusammen mein Dörte-Projekt, mein letztes Update quasi mit euch zusammen machen, also zeigen. Ja, es ist nicht so gut gelaufen für mich, das wisst ihr ja schon, aber ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal alle. Oh, jetzt habe ich das vergessen hier. Naja, egal. Aber ich zeige euch trotzdem alle Produkte, die ich in diesem Projekt hatte. Und zwar habe ich ja mit meinem MAC Hush. Wo ist denn da? Da habe ich ja mein Ziel erreicht. Da sollte ein Hitzepen also erreicht werden. Das ist dieses hier. Das ist das Hush. Wunderschön, wirklich ein wunderschöner Highlighter. Werde ich mit Sicherheit nächstes Jahr auch brauchen, weil der einfach nur mega toll ist. Ja, den hatte ich tatsächlich das Ziel erreicht. So, dann hatte ich mein Ziel nicht erreicht bei dem Make-up Factory Lidschatten. Den habe ich auch heute verwendet. In der Farbe 16. Da sollte ein Hitzepen erreicht werden. Allerdings, wie ihr hier seht, ich habe mich da ein bisschen auf eine Stelle hier konzentriert. Aber es hat trotzdem nichts gebracht. Ja, also ich sag mal, die Grammzahlen, was ich dann tatsächlich aufgebraucht habe, werde ich euch hier unten hinschreiben für diejenigen, die es interessiert. Dann NYX Stiletto, da habe ich in letzter Zeit ziemlich häufig nachgegriffen und habe echt gedacht, den würde ich noch pennen können, weil halt wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da ist eine richtige Kuhle entstanden. Aber es hätte nicht sein sollen. Und da habe ich auch relativ, ich sag mal, um die knapp 30, 0,30 Gramm, genau, aufgebraucht. Ich hätte echt gedacht, dass ich das noch schaffe, aber nein. So, dann. Tarte Blush Travelit habe ich auch gedacht, dass ich es noch schaffe. Ich habe damit ständig meine Lidfalte und so betont, aber es hat einfach nichts mehr gebracht. Aber man sieht hier deutlich mittlerweile, dass dieses Fännchen bald rauskommt. Das in der Mitte seht ihr ja, ne? Ja, okay, ich habe mich wirklich bemüht, aber es hat nicht hingehauen. So, oh, da oben noch, das muss raus. Dann das MAC Emphasize. Da habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich möchte das pennen. Hab das aber beim ersten Update schon gepennt gehabt und habe dann gesagt, ja komm, dann probiere ich es aufzubrauchen. Also eigentlich habe ich mein Ziel erreicht. Hätte ich nicht noch in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, komm, ich versuche es aufzubrauchen. Aber ich sag mal, da ist ordentlich was passiert. Ne? Also muss man ja sagen, ich habe davon auch im Endeffekt 2,5 Gramm circa komplett aufgebraucht. Also deswegen möchte ich da auch gar nicht meckern. Das ist in Ordnung. So, MAC Golden Rinse, das ist ja mein kleines, ich sag mal, Sorgenkind gewesen die ganze Zeit. Da habe ich auch gestochert und gestochert, aber es kam einfach nichts mehr zum Vorschein. Ja, aber da habe ich auch ziemlich viel aufgebraucht. Ich habe davon 0,6 habe ich da seit dem letzten Update tatsächlich noch aufgebraucht. Dann habe ich ja meine Colourpop-Palette, da habe ich den Geist aufgegeben, weil mir ist sie ja auf den Boden gefallen und sie ist mir dann kaputt gegangen. Und der hier ist zum Beispiel komplett weg, der hier ist angebröselt. Da habe ich mich auch hinterher gar nicht mehr mit befasst, weil mir das einfach hinterher irgendwie zu blöd war. Ja, so und jetzt kommen die Sachen, die leer gehen sollten. Da habe ich zum einen meinen So Chic Concealer und das habe ich auch tatsächlich geschafft, den in der letzten Zeit noch aufzubrauchen. Ich fand den sehr gut, habe den hinterher flächendeckend als Make-up verwendet. Fand ich dann wirklich gut, aber bin jetzt auch froh, dass ich einen weniger habe. So, dann hatte ich ja das Bruno Banani Parfum. Das habe ich komplett auch aufgebraucht. Ja, das war jetzt kein großer Akt, weil ich benutze ja jeden Tag Parfum und dann habe ich das halt immer wieder verwendet, eine Zeit lang. Ist wirklich ein schöner Duft. Ich mag den hin und wieder total gerne. Erinnert mich sehr an meine Jugend. Ich finde den toll. Ich mag den immer wieder gerne und letztens irgendwann meinte meine, ich glaube zwei Freundinnen unabhängig voneinander meinten so, du riechst aber gut, was ist das? Ich so, Bruno Banani. Und meinten die so, nee, das Rosa, ne? Ich so, ja. Und meinten die so, krass, das riecht voll gut, das hatte ich früher immer. Ja, also ich finde, das kann man sich hin und wieder mal kaufen, ist so. Dann habe ich ja, die war auch relativ fix leer, meine Catrice HD Liquid Radiance Foundation. Mega gutes Teil. Habe ich sehr gerne verwendet, deswegen war die auch relativ schnell, war mein Ziel hier erreicht und ja, würde ich mir auch immer wieder kaufen, diese Foundation. Hätte ich nicht noch um die 34 oder so, aber hätte ich wirklich weniger, würde ich mir die kaufen, wenn es sie noch gibt. Ich habe da keine Ahnung. So, und dann das letzte Teil, das war halt ein Primer
Und zwar hier, der lag jetzt so ein bisschen blöd, deswegen ist er so ein bisschen noch. Von der Essence Hip Girl Wear Blue Jeans LE. Richtig guter Illuminating Primer, mochte ich sehr gerne, hat das Hautbild sehr schön verfeinert und so weiter. Und der ist jetzt auch leer. Also im Endeffekt habe ich bei 1, 2, 3, 4, 5 Sachen mein Ziel erreicht und bei 5 nicht. Also ich sag mal, dafür, dass ich so viele andere Projekte, oh, Entschuldigung, dafür, dass ich so viele andere Projekte ständig am Laufen habe, finde ich, ist das ein guter Schnitt. Also ich sag mal, klar, man könnte sich da noch. Nee, 6, Entschuldigung. 6 habe ich nicht geschafft. 6 und 5 habe ich geschafft. Aber egal. Also ich sag mal, hätte noch schlimmer kommen können. Aber ich denke, also ich bin damit zufrieden. Ich habe 5 Sachen leer gemacht, beziehungsweise das 4 leer und 1 gepennt. Und ich wäre auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen traurig, wenn der jetzt leer wäre, mein Mac Hush, weil der ist einfach so genial. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Produkt ist, wenn der leer wird, dass ich mir den neu kaufe. Weil Creme-Highlighter stehe ich voll drauf und der ist so einfach zu handhaben. Mega geil. Ja gut, die leeren Produkte können jetzt endlich meine Box, die ich Ende des Monats abfilmen kann, damit das endlich weggeschmissen werden kann. Dieser ganze Müll beim Umzug mitgeschleppt, also furchtbar. Naja, Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr nochmal alles andere sehen wollt, die Playlist oder sowas, ich habe eine Project Pen Playlist. Könnt ihr ja mal reingucken, da sind auf jeden Fall diese Videos auch dabei. Und schaut auf jeden Fall bei Dörte vorbei. Mal schauen, wie sie das gepackt hat. Ich weiß, dass sie da ordentlich, dass sie gut dabei war. Also herzlichen Glückwunsch an dich, meine Liebe. Ich weiß nicht, wann wir das Video hochladen werden, aber ich denke mal, wenn ihr sie abonniert, dann werdet ihr das Video nicht verpassen. Okay, Dankeschön, meine Lieben, fürs Einschalten und bis dann. Ciao!